Einer. Invisible Stalker hat er beschworen und eine Spinne. Ja, das ist voll der Stalker, ja. Soll ich schon mal looten gehen? Danach kommt ich schon mal looten, der. Ja, kannst du mir noch kurz helfen? Ja, oder noch nicht? Ja, meine ja, die können... macht ja gar keinen Damage, das ist das Problem. Ja, ja, das ist okay. Loot, loot. Ja, das war ja easy print easy. Ich hab ein Gehirn. Ich habe ein Gehirn. Den Satz kann man jetzt auch irgendwie falsch auffassen. Das ist voll die Entdeckung, hey, wow. Meine Leute sind quasi bis auf. Doch, meine Leute sind jetzt alle wieder da. Meine auch. Ja, dann gehen wir zu dem Gipfel. Haben wir alles gelootet. Haben wir gut. Tränke haben wir ja schon gelootet hier drin, ne? Bubele. Die Bubelina. Ja, wir haben ja ganz gründlich alles gelootet. 2 Folgen lang, glaube ich. 5 Folgen lang. Na, 2 waren es. Überhaupt angucken kann, was wir hier fabrizieren. So, und jetzt gehen wir zum Tank. Genau. Wieder tanken. Danach gehen wir zum Tempel, müssen wir danach, oder? Von diesem Drau hier. Nee, in Taverne, glaube ich. Schön, Taverne war es ja. Oh, dieser Orangensaft, der ist eigentlich ganz knuffig, muss ich sagen. Boah, wo ist meiner? Weiß nicht, gehst du netto? Netto halt, okay. Hm. Hast du das Gehirn mit dem Charakter, den du so ansprechend genommen hast? Okay. Fährt denn mal mein. Was soll ich sagen? Ich zwei, mach mal zwei, mach mal zwei. Okay, 10 an Erfahrung. Okay. Okay, also kriegen wir nichts. Wir behalten sein Geheimnis und er behält unseres. Finde ich knuffig. Cool. Gut. Ja, ich speichere mal, ne? Es ab in die Vaterne. Jo. Hier fit eingeschält. Ein Sklave steht da rum und da liegt ein Umbrakoloss, den wir gerade eben kalt gemacht haben. Für das Tunlicht. Andi, du brummst, du bist scheiße. Warum? Jetzt ist es wieder ganz eklig gerade. Da klingst du immer so, als würdest du in einem Ventilator sitzen und dann so durch den Ventilator sprechen. Ich müde mich so lang. Ja, what the fuck. Loot, loot. Ups. Hä? Mein Fehler. Andi, was tust du? Was hast du da gemacht, bitte? Ich hab's gar nicht gerafft. Alles gut. Was hast du gemacht? Los. Nein, ich hab nichts gemacht. Ja, doch. Nein. Check dir nachher, was ich gemacht habe. Achso, ich kann es mir denken. Alles klar. Oh Gott. Danke. Mein Fehler. Wir haben nämlich um so die ein oder andere Gegenstände, die der Tobi verkauft hat, bevor man die Cheats aktiviert. Das Problem ist, dass man mit STRGY einfach mit den Cheats andere Viecher töten kann. Und das STRGY Problem ist, dass STRGY auch mal eine Tastenkombination ist, um das Mikrofon zu muten. So. Jetzt ist auch wieder okay. Jetzt ist auch wieder okay. Ist ja Hira gerade eben gestorben. Aber dann werde ich das noch ein paar Mal machen nachher, meinst du? So, jetzt versteht sie denn. Oder er oder es. So, ja. Ja, das stimmt, du musst ja wieder reden, ne? I do not wish to speak to you, male. Was? Ja, nur ich darf mit dir reden. Oh, geh mich auf den Sack, ey. Dieser Sexismus, der finde ich kacke. Ich hab Kette. Was macht man eigentlich, wenn das alles männliche Charaktere sind in der Gruppe? Kannst du ja schon geben, oder? Ja, das denke ich, sollte schon klappen. Dann was tun? Wir sollen ein Bett zu auf Neblins gehen. Den da links oben, wo wir schon waren. Genau, wir sollen ein paar von denen killen. Ja, was kriegt man denn da für Aufgaben von denen? Also die sind ja echt nicht ganz knusprig. Ja, wir waren ja vorhin schon so richtige Homies mit denen. Vielleicht müssen wir die ja gar nicht töten. Vielleicht können wir sagen, hey, yo, die hat gesagt, wir sollen euch töten. Gibt uns doch einfach 3 Haare von jedem vom Sack und dann geht es so. Ja, okay. Mal kurz, was sagt denn das Tagebüchle? Fair has given us another task from the Matron Mother. We are to go to the northwest end of the caverns near the Swifneblim village and slaughter a patrol of deep gnomes to
instill more fear in their people. Zolofane seems unwilling, preferring that I complete this job, but Ferry was adamant. Also ganz einfach, wir sollen die 12 Nebelins killen und den Helm vom Chief zurückbringen. I'm to meet... Okay, wieder ein paar Tagen, blablabla, bla bla, alles klar. Ja, okay, dann wollen wir das mal tun. Was kann ich diese Gijunki da unten? Nix, hab ich schon mit denen geredet, Alter. Ey, voll gut, ey, von dir, ey, voll doof, gut. Doof, ey, der glaubt mir das einfach. Der ist so dumm, ey, Mann. Ja, ich bin halt leichtgläubig, so ist es halt. Nur leicht, sondern auch gläubig. Da muss ich wieder an die Mormonenfolge denken. Von South Park. Mhm, das ist einfach nur gut. Wie sie dann erzählt wird, die Geschichte, damit dann die Geschichte von diesem, wie heißt der, Smith erzählt. Wie er diese kennst du das, wie er die Tafeln findet und so weiter, blablabla. Ich kenne gar keinen South Park. So. Nein, ich meine die Geschichte der Mormonen, also wie die entstanden sind. Achso, nö, das nicht, aber das können sie mal erzählen. Wir sind ja Bildungsfernsehen. Also wir sind Bildungsfernsehen, alles klar. Also es geht um die Grundlage, ich weiß nicht, ich glaube 18. bis 17. Jahrhundert sowas in der Größenordnung, würde ich sagen. Oder wann wurde Amerika entdeckt? Von Bias? 1492. Okay, also kommt das hin. Alles klar. Auf jeden Fall lebte da ein Mann namens, ich glaube, James Smith oder so. James Auf jeden Fall Bond. Heißt er Smith mit Nachnamen. Und der hat behauptet, ihm wären Engel erschienen und der sollte an einer bestimmten Stelle graben und würde da ein neues Testament finden. Und das hat er dann gemacht. Und er hat dann behauptet, er hätte jetzt goldene Tafeln gefunden, auf denen erklärt wird, dass die amerikanischen Ureinwohner ursprünglich Weiße sind, die aus Israel nach Amerika gekommen sind. Und dass Gott, ich glaube, Amerikaner, also die Ureinwohner sind, glaube ich, deswegen rot. Willst du deine Leute trotzdem weiter bewegen? Ja, yeah, jetzt muss ich mich konzentrieren, Mann. Ich kann nicht reden und klicken gleichzeitig. Ich bin ein Kerl. Okay, Das halte ich für ein Gerücht. Naja. Auf jeden Fall, so knapp unter der Gürtellinie vorbei, so. Jetzt hast du mich wieder unterbrochen, jetzt bin ich voll aus dem Flow. Auf jeden Fall, genau, die amerikanischen Ureinwohner sind deswegen rothäutig, weil die anscheinend von Gott bestraft wurden. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber es war auf jeden Fall so. Ursprünglich sind die weiß gewesen, so. Eine rechte Augenbraue hat gerade gezuckt. Und Jesus war auch in Amerika, natürlich. Und dann hat er eben diese Tafeln, also durfte er keinem zeigen, weil es hat ihm nämlich der Engel verboten. Und deswegen hat er die Tafeln wieder verbuddelt. Und hat dann einem anderen Menschen geschrieben, also diktiert, was er aufzuschreiben hat, also im Prinzip wie bei der Bibel. Und das hat er im Prinzip aus seinem Gedächtnis heraus, also aus dieser Erleuchtung raus diktiert. Und es gibt im Prinzip halt natürlich keinen einzigen Beweis, nichts dafür, dass es diese Tafel jemals gegeben hat. Also es ist im Prinzip völlig... Ja, natürlich. Warum auch? Und deswegen wird bei South Park die Geschichte immer so erzählt und dann im Hintergrund kommt immer so ein Chor, der singt dumm, 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 dumm. Und das Beste ist, der Typ, dem er das diktiert hat, dem seine Frau hat eben auch dran gezweifelt, dass es stimmt, und hat dann gemeint, sie verstecken jetzt diese erste Fassung und lassen ihn es nochmal diktieren und schauen, ob das Gleiche bei rauskommt. Weil wenn es das Gleiche ist, ist es natürlich dann vielleicht eher echt, als wenn er jetzt was anderes diktiert. Und das Beste ist einfach, dass er dann behauptet hat, er kann den gleichen Text nicht nochmal diktieren, weil ihm das verboten wurde. Er müsste jetzt ein anderes Buch diktieren. Und deswegen war dann die Version natürlich eine andere im Endeffekt. Und diese Geschichte wurde dann als Beweis genommen, dass er recht hat. Und das, ach, also wunderbar, kann ich empfehlen. Voll klug. Kai Luca. Voll klug. Ich glaube, es ist Staffel 5 oder so. Und du gehst ab, oder wie? Ja, ich rede jetzt mal mit dem. Mhm. Ah, ne, der hat nur Sachen zu verkaufen. Hä? Guck mal kurz, ob du hier diesen einen Schild da verkauft hast. Hätten wir nicht irgendwie eine Patrouille oder so angreifen müssen? Ich habe keine gesehen irgendwo. Northwest End of the Caverns, Northwest End, da sind wir eigentlich nicht ganz, oder? Vielleicht ein bisschen da vor die Stadt irgendwie? Da habe ich auch schon mit denen geredet. Nee, ich meine jetzt weiter unten, weißt du, so ein Stück zurück und dann links oder so? Ja, gucken wir mal noch. Also hier stehen auf jeden Fall 3 Zwerfen neben einer Brücke fest. Und da links geht's nicht weiter, oder? Da ist nichts, gell? Nee. So, wirklich? Ich habe jetzt unterwegs auch keine gesehen. Da links waren wir schon überall. Ach, hier steht Solofein. Okay. Ich spalte mal kurz. Red mal mit. Ah, die redet ja eh nur mit der Herrin. Jawohl, Herrin.
Wobei, das ist doch der Kerl, der redet ja mit beiden wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, ich lese vor. I have convinced Zolofane to return to the city, leaving me to deal with the Swiftnebli on my own. I am to go to the tavern in Asnata to meet Farah after I am done, bringing with me the gnome patrol leader's helmet as a proof of the deed. Sind schon die Okay, jetzt richtigen ist da auch oben. eine, genau, jetzt ist eine Patrouille da und die Einser. Ja, schon recht. Zwei. Why would the Dark Ones be killing us? We be at peace. We. Wie der. Oh mein Gott. Eins. We be fearing Dark Ones plenty. Always could they be all killing us if they be wishing to. Grateful we are for your mercy. Die 1. Jo. Okay, er gibt uns seinen Helm einfach so. Voll Wir haben diplomatisch gelöst Helm. und so. Boah, wir sind voll die. Okay, dann ne, laufen wir wieder in die Drow-Stadt. Toll. Oh, Was mein gelohnte. Bildschirm. Ich habe jetzt gerade volles Licht von draußen auf meinem Bild. Hätte ich ein bisschen drehen, warte mal. Rollladen runterlassen. Ja, Viel ganz besser um bestimmt am 20 nach 3 helllichten Tag, ja, genau. mittags einen Rollladen runterzulassen. Ja, da kommt man sich richtig vor wie ein Roller. Kellerkind. So muss es sein. Standard, oder? Ja, klar. Wir sind doch alle dick und kugelrund, weil wir so viel zocken den ganzen Tag. Ist klar. Lacht einfach so. Ich so. Kann es nicht. Paris, Paris! Tobi, irgendwer von deinen Leuten, nämlich du, läuft in die gleiche Richtung. Jetzt passt's wieder, oder? Da frage ich mich doch manchmal. Da frage ich mich doch I manchmal. have acquired this Swiftnebli Patrol Leader's helmet peacefully, and the Drow need never know the difference. All I need to do now is return to Ferry in bla 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 und blibla blub, alles klar. Boah, ich muss dem Halbling auch mal irgendwas geben, dass er schneller läuft. Hey, das ist echt schlimm. Nee, der muss einfach mal nur richtig laufen. Nee, nee, der läuft auch sonst mit Abstand am langsamsten. Weil er so kurze Beine hat. Halt, ne? Hä? Aha, ha, 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 ha. Ha. Muss man einfach so wieder in die Jo. Taverne. Nicht einfach immer an einem Ort sein könnten. Einfacher machen. Also müssen noch die Dracheneier holen, ne? Das war noch ganz wichtig. Ja, das ist das Oder ist Einzige, das warum wir hier sind. Letztes. nicht noch irgendwas anderes? Eier, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier, ja, auf jeden. So, wo sind sie denn, die beiden hübschen Oh, Yijiam. Turteldäubsche? Ah, you return, bla bla. Ach, sie hat es uns Oh. abgekauft. So dumm, die ist so dumm, Mann, die ist so Oh, die hat echt nicht dumm. gelernt. Ja, wie. Okay, wie blödeln die sich gerade ein bisschen an und beefen sie Machen sie jetzt an. nicht zum ersten Mal eigentlich. Ja, aber so richtig so. Guck mal, die nennt sie Bitch. Oh. Okay. Und wir treffen sie jetzt in ihrem Private Quarters. Farrah has something else in store for me, commanding that I meet her in her private quarters within the Female Fighters Society Tower. Ich eile, hübscher. Eile mit Weile. Der fehlt wieder, der mit der kurzen Füßlänge. Weißt du, und sogar als Drow bin ich langsam. Das ist mal wieder nicht realistisch, ne? Als Drow habe ich ja die gleichen Formate wie ihr auch. Warum bin ich da langsamer? Versteh ich. Format 10 hast du da auch, oder? Passt nicht. Ne, DIN A4. Ah. Ja, ich habe die da 3, Alter. Wo läufst du jetzt? Oh, Einmal außen meine, rum. die diesmal doof Ne, ich bin auch laufen. falsch rumgelaufen. Aber Minsk macht es ja nicht sehr so schnell. Unten Jetzt rein. müssen wir hier unten rein. Ich speichere nochmal. Das könnte uns nämlich 3 Sekunden wertvolle Lebenszeit Ladekosten. Leiser bin ich ja schon. Da ist er. Was? Ah, Oh mein ich rede Gott. wieder nur mit mir.
Oh je, ich bin voll anstrengend. Ich bin eine sexy Hexi. Ja, echt wieder. Oh, sie kann ihn nicht mehr tolerieren. Du musst den Typen kalt machen, oder was? Müssen wir ihn töten, ja? You will kill. Okay. Was ist mein. Okay, unser Reward ist, dass wir einfach weiterhin existieren. Nett. Okay. In keine Gnade. Okay.